Hallöchen und willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem kleinen Kanal. Heute mit Nicht mein Handy, Folge 249 von den Stream Clips Germany. Da sind wir natürlich sehr gespannt. Ich mache schon mal leiser. Habe ich nämlich nicht vorher gemacht. So, let's go. Ich würde ja gerne mal zum Anfang kommen. So, herzlich willkommen bei Stream Clips Germany. Genießt die Show. Hat geklappt. Ich bin jetzt, Leute, ich bin jetzt genauso alt, wie das Jahr ist. Jetzt bin ich nämlich endlich 23. Das heißt, wenn ich jetzt gucke, dass jetzt 2023 ist, dann weiß ich, ich bin auch 23. Jetzt, also endlich muss ich mich nicht mehr verrechnen. Ist das ein älterer Clip oder hat sie nicht gemerkt, dass wir schon 2024 haben? Das schreiben auch alle im Chat bei ihr. Wir haben 2024. Wir haben aber schon... Nein, scheiße, wir haben 2024? Are you kidding me? Man habe im Kopf, mein Zähler war den Monat vorher auf 21.000 geestimated worden. Was? Ich habe, warte mal, vielleicht kriegt das hin, einen Verbrauch von 999.212 Kilowattstunden eingetragen bekommen. Ja, ein Verbrauch von 999.000 fucking Kilowattstunden in einem Monat. Man muss wirklich sagen, was man aufpasst, ja. Fleisch, ach, komisch. Droge, ihr seid so scheiße, wisst ihr das? Wieso nehme ich euch überhaupt mit? Ich könnte nächstes Mal alleine durch die Stadt gehen, wirklich. Dann drücke ich euch irgendeinem Menschen hier in die Hand. Und dann geht ihr mal mit der Person mit, ja? Dann wisst ihr mal, wie ihr mich so schätzen wisst hier. Absolute Frechheit. Nee, blau, ey, ihr könnt mich alle mal. Entschuldigung, wollen Sie vielleicht einen Stream haben? Ich mag meinen Chat nicht mehr, Sie können ihn haben. Na, ist gut. Guckt, ich will nicht mal, fremde Leute wollen euch haben. Das LMAC 2? Glaub ja nicht. Als ich das erste Mal konfrontiert wurde auf Twitch mit dem Wort Sus, ne, kam irgendjemand, ich habe keine Ahnung, wer das war, irgendein Name, den ich noch nie gelesen habe, kam in meinen Chat rein und hat geschrieben, oha, die ist voll sus. Und ich habe mich dafür bedankt, weil ich dachte bestimmt, das heißt süß. Dachte, der wäre zu doof, um süß zu schreiben. Nicht warte, ich bin so arm, dass ich mir nicht mal Taschentücher leisten kann, ja. Ich muss Klopapier benutzen, wenn ich weine. Mhm. Alles nur, weil ihr nicht... Ich hab nicht mal Klopapier. ...nicht donaten wollt, ja. Mein Leben ist so hart, ja. Wenn ihr donaten würdet, dann wäre alles besser. Mhm. Ich glaube, meine Freunde haben auch ein SM-Simulator-Problem. Okay, das werden wir nicht spielen. Nein, da braucht... Nein! Aus! Das werden wir nicht spielen. Also! Das wirst du bestimmt gebannt. Ach, Supermarkt. Ach so! Ach, die kann man einfach so werfen. Okay, das ist ja auch nice. Was ist das? Macht die viel Schaden? Seit wann gibt es in Minecraft Bomben? Anscheinend schon. Oh, eine Mod. Ich schwöre bei allem, ich wäre am liebsten gestorben innerlich. Warum? Katze. War das jetzt ein Special-Effekt? Mhm. Was soll das? Sollte das so eine Engelsstimme sein, dass wir in den Himmel kommen und sterben? Hm? Oh. Beim Hinfallen auf den Alarm gekommen. Das ist natürlich ungünstig. Er stolpert einfach und löst Armageddon aus. Okay, auf die Plätzchen, Fenster, auf die Plätze, fertig, los. Oder wie Raiden die? Die sind sehr, sehr süß. Ah. Schaut euch das an. Das sind einfach kleine Enten.
Oh mein Gott, what? Das ist aber sehr günstig platzierte Werbung. Was ist das für eine makabere Werbung? Nu. So, ich dachte kurz, ich hätte was falsch gemacht. Aber passt! Wir sind noch gut. Oh. Kann ja mal passieren. Warte mal, man sieht nichts. Ist schwarz? Seht ihr noch was? Nee, ne? Wurde ausgepupst. Cooking Simulator. VR. Oha. Wie? Wir haben sie! Sie ist down! Oh mein... Wir sind tot. Alter. Die war nicht down. Oh nein, du scheinst doch außerhalb unseres Lieferungsgebietes zu sein! Was ist mit Curry los? Dreckscheiße! Fehlen die Pommes? Ich kann mich begraben gehen. Hat was kaputt gemacht. Na toll. Ich kann mich komplett begraben gehen. Ja, aber bestimmt nicht teuer. Sollte einfach meine Schnauze halten. Siehst du, das wäre nicht passiert, wenn wir einfach aufgehört haben gehen. Apple, ein iPhone. Na super. Ich kann mich komplett begraben gehen. Da kann man ruhig kaputt machen. Ich sollte einfach meine Schnauze halten. Siehst du, das wäre nicht passiert, wenn wir einfach aufgehört hätten. Ich hab gerade mein Handy auf den Boden geworfen. Wenn das jetzt kaputt ist, Alter. Hm, nicht schlimm. Weil wie er es auch geworfen hat, ey. Warum machen die Leute das? It's only a game. Digga, ihr wollt mich doch verarschen. Vorsicht, also Treibsand ist mein Schwachpunkt. Wenn ich untergehe, nehmt meine Sachen. Ja, wie erkennt man den denn? Ich weiß, ja, wie erkennt man ich den? Weiß, hier, Treibsand, direkt am Ausgang! Rieke ist auch drin, oder? Du kannst an... Nein! Aber oh, der Automat war kaputt und dann habe ich gemerkt, ich habe voll viel Schulden und auch nicht irgendwie kann mir dich nicht leisten und dann bin ich tatsächlich durchgebrannt mit einer Jüngeren, aber das war schnell zu Ende und dann habe ich aber durfte ich nicht mehr kontaktieren und jetzt sehe ich dich, du bist ein wunderschöner junger Mann geworden. Ich weiß, ich komme ganz nach dir, Papi. Hast du auch so einen langen Schwanz? Und jetzt? Dann nicht. Ach nee. Könnt ihr mal ganz kurz weggucken? An die Stelle erinnere ich mich gar nicht. Nur ganz kurz. Maximal Ego! Woo! meiner Mutter ist das scheißegal, dass ich jetzt streame. Mama. Ich dachte jetzt, sie lacht immer noch vom letzten Mal. Mama ist das egal, solange ich halt davon leben kann. Ich könnte für Mama hat mir mal gesagt, was ist denn, wenn du Stripperin wirst? Also unironisch hat Mama mir das mal vorgeschlagen, als ich mal in so einer Lebenskrise war, als ich nicht wusste, was ich machen soll. Und Mama war unironisch so, ja, aber im Notfall kannst du noch Stripperin werden. Vor allem, wenn du jetzt nach Leipzig ziehst, so, da gibt's ja Clubs. Was? Zwei Möps auf einmal? Ja, guck mal, wo ich stehe. Er hat doch gar nichts gesehen. Ja. Hast du Division 2? Getötet. Alter, du hast das hast du gerade nicht getan, Dulli. Cool. Ich habe letztens einfach meine Mods durchgenommen. Okay. Die Namen von denen. Ich glaube, das liegt daran, weil ich im Kopf ein Kind bin, aber. Zu kräftig geblasen. Na toll. Lassen Sie mich in Ruhe! Da rennt die weg! So. Nein heißt nein. Ich hoffe, das Auto überfährt dich jetzt. Oh, 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 oh! Ich meinte ihn, nicht sie. Ich meinte ihn. Ich meinte ihn. Ich meinte ihn! Librator. Regisseur geht noch, aber Massachusetts. Ist nicht schwer. Massachusetts. Ich will immer Schitz sagen am Ende. Oh, hä? Kein Spider-Man? Is it prototype? Da steht Web. Ach,
Das Internet. Erste Game. Ganz ehrlich, Katja, ey, stell dich doch mal nicht so an hier, ey. Oh, jetzt wo Katja nichts hört, also ich muss sagen, Katja ist echt, ach, Katja ist so nervig, ganz ehrlich. Ey, Katja ist, weißt du, die schönen blonden Haare mit pinken Spitzen, ey. Ich finde das viel zu schön, deswegen mag ich sie gar nicht. Ey, Katja, ganz ehrlich, ey, nervt mich richtig. Und dann kann sie noch tanzen, weißt du? Ah, Junge, Junge, sowas kann ich leiden, sag ich dir, ey. Frauen mit Talent, ey. Gar keinen Bock drauf. Ich glaube, das war zu viel. Was ist das denn für eine? Ist das wieder diese scheiß VTuber? Mhm. Streamclips Germany. Jedes Mal. Diese blöden VTuber. Wenn ich die noch einmal sehe in Streamclips Germany, dann deabonniere ich. Das gibt's doch nicht! Die Klägerin konnte nicht genügend Indizien und Beweise liefern. Was macht die Katze da? Das hohe Gericht entscheidet Freispruch. Na, warten wir ab. Der war doch gerade drin, oder? Carlos! Das ist Kaffee! I. Das ist sogar Kaffee! Das ist nicht gut für Katzen. Glaube ich. Hm? Aber das war das. Komm, High Five. Ich finde, das ist sehr gut geworden. Habt ihr gut gemacht. Oh. Oh, okay. Es ist ein Kuchen gesehen. Stopp. Trilux, vor 5 Minuten. Mein kleiner Mann steht wie eine 1. Was habe ich da auf dem Cover zu suchen? Impotent vor dem PC. Und dann sieht man ein Bild von Trilux. Was? Hat dort an Tisch 2 jemand Ribeye-Steak bestellt? Hier habt ihr! Hey, guck mal, der Connor. Mensch, der Connor ist mal drin. Das habe ich ja noch nie erlebt. Jetzt geht's bergab mit den Streamclips Germany. Jetzt gucken wir das nicht mehr. Easy! Bei dir fällt es aber nicht auf, weil du hast großen Busen. Deswegen hast du eine Sanduhr. Doch. Dafür braucht man ja auch einen gigantischen Arsch. Ja, aber du hast ja gigantische Hüften. Gebärfreudige Hüften, ja. Oh. Ganz ehrlich. Vielleicht willst musst du mich mal ins Becken stoßen? Vielleicht musst du einfach mal wieder richtig hart rangenommen werden von so einem richtigen Mann. Oh, tatsächlich schon, ja. War ein bisschen asynchron, oder? Wir kuscheln ja hier. Also ich meine, ich bin nicht die echte Kuschel-Community und die Ehrenpflaume, aber nah dran. Okay. Gestern war ja Dienstag, so. Gestern war Dienstag? Oh mein Gott, ich muss auf Arbeit! Sumpfgeist, sagt ihr. Das war definitiv fake. Nun, aber vorher müssen wir durch diese feuchte Gebiete. Gebt gut Acht, dass ihr nicht ausrutscht und im falschen Loch landet. Dort könntet ihr vielleicht nicht wieder herauskommen. Mhm. Naja. Ich habe gehört, hier ist es sehr gefährlich. Wenn man ins falsche Loch rutscht, ist man im Arsch. Mondtasche, Skadi. Mondtasche? Was? Montage. Ja, ich hab doch Montage gesagt. Montasche? Montasche gesagt? Hä? Ich hab doch Montage gesagt wegen Urlaub. Montage. Wenn Handwerker länger weg sind, sind sie auf dem Montage. Das hat lange gedauert. Der hat einen Michael von Ulrichstein Cosplay. Ich werde verrückt. Aber 1:1, oder? Guck ja, mal. Ja, echt. Warte, ich muss mal auch so gucken wie er. Sein Bart ist aber noch nicht ganz so grau wie deiner. Ey, 1:1. Michael Urichstein Cosplay. Ich habe jetzt schon einen Stift in der Hose. Ich glaube, das wird richtig schlimm. Da ist sie. Typisches Katzenverhalten. Oh mein Gott, ich habe mich mehr erschrocken als die Katze. Also, Topf, Ursuppe. Ich wollte Tomaten sagen. Es sind Kartoffeln. Ja, was ist es?
Warum denn? Trotz. Muss meinen Hund kurz rauslassen. Soll ich ein Geisterbuch mitnehmen? Ja, mach mal. Nehmen. Das war gut. Das ist eine gute Stelle. Wie geil. Das sollen sie jetzt erstmal nachmachen. Achtung, jetzt aufpassen. Nee, mach ich nicht nach. Nee. Und dann brauchst, kannst du ja zum Popeln den Finger sparen. Steckst einfach die Zunge direkt rein. Das ist ja wohl, das ist ja wohl der krasseste Scheiß, oder? Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist schon krass, oder? Ich muss mich ja mitbewegen. Und jetzt habe ich einfach diesen Stuhl genommen. Baut das Windrad! Wir brauchen Strom, sonst sind wir verloren. So viel Strom. Kaputt. Ja, ich hasse dich auch. Leck mich doch am Arsch. Das war gerade neu. Ich möchte rausgehen. Ich möchte abgehen. Ich will den Rhythmus spüren und dich gleich mitverführen. Ich will nicht schlafen gehen. Ich will dich nicht verstehen. Du musst den Rhythmus spüren. Lass dich von mir verführen. Ich will abgehen. Cool. Wie habe ich das denn hingekriegt? Es zählt aber als Soda. Ich bin Jesus! I'm fucking Jesus! Ich habe aus Wasser Fanta empfunden. Den Witz mache ich seit 1000 Jahren. Sag mal, willst du mich verarschen? Au. Haha. Dagegen hauen. Aua. Ja, dann schreibe ich dem jetzt. Der soll kommen während des Öffnungszeiten. Dann guckt die andere die an. Oh, während den Öffnungszeiten. Und ich stehe genau in dem Augenblick daneben. Guck die beide an und sag: Hä? Während der Öffnungszeit? Und sag, während die Öffnungszeit kommt. Und die guckt mich an wie so ein Auto. Probier's mal kurz mit Maus und Tastatur. Ist ja auch wichtig. Come this way. Let us flee. Wir sind auch schon geflietet. Ah! Aua! Sag mal. Haben die sich gerade selber gehauen? Aua, lass mich. Aua, wie sprintet man? Shift? Mach ich Peter. Doch. Hallo! Sag mal. Läuft gut. Ich hol einen Controller. Was macht der denn da vor uns? Was macht der? Was macht der Kollege? Für die, die nicht wissen, was ist AI Frame Generation? Du hast ein Game, ne? Und das Game erzeugt so Frame 1, ja? Und dann erzeugt das Game danach Frame 2. Aber Brudi, wenn ich doch weiß, wie Frame 1 aussieht und ich doch weiß, wie Frame 2 aussieht, dann bin ich der AI Frame Generation Kobold, doch derjenige, der auch wissen kann, was dazwischen passiert. Das ist quasi Frame 1,5. Und dann zeigen wir erst den an und dann den und dann den. Und dann haben wir mehr Frames. Mhm. Ja, nun. Es hängen 3 Schlüssel an der Kette. Das ist doch 3, oder? 1. Ich sehe da 5. 2. 3. 4. 5. Seht ihr die auch oder sehe nur ich die?
Ah, nee, ich sehe die auch. Den Text. Es geht weiter. Ah. Und noch zwei, die zu der Seto gehören. Einer für die Verwaltung und einer für die Bibliothek. Der sah gut aus, oder? Was ist denn Angel? Eine Angel. Angel. Achso, Angel, oh mein Gott! Angel. Erschrocken hat er sich. Ich kann jetzt auch sagen, mittlerweile habe ich mich ein bisschen weitergebildet in Hinsicht mit Harry Potter. Ich habe mir alle Teile jetzt angeguckt. Nein! Jetzt kann ich auch mitreden. Jetzt weiß ich auch, wer Hedwig ist, wer Hagrid ist und so weiter. Also jetzt könnt ihr mir, ja? Jetzt mittlerweile. Jetzt bin ich gut. Wer ist Dobby? Dobby? Hauself. Das war der Hausdrachen. Ja, der ist ein bisschen faul, habe ich so das Gefühl. So. Lager mal. Ich bereite ein paar Sachen für morgen vor, so die Fleischsachen schon mal vorgeschnitten und gewürzt und alles. So. Warum? Hä? Ich habe gerade irgendwie zweimal das Essen gewaschen. Haben wir fertig, Team? Team? Oh, geil, ich bin im Puff groß geworden. Okay. Was spiele ich nochmal? Guild Wars 2, aber oh, will ich auch mal wieder spielen. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Upsa. Hoppla. Upsa. Moment, ich komme gleich. Upsa. Moment, ich komme gleich. Was ist denn los? Oje, oje, Moment, ich komme gleich. Upsa. Das hat sie alles kaputt gemacht. Upsa. Hilfe. Das lässt mich sonst nicht in Ruhe. So, da schicke ich sie alle weg und gleich wieder alle hier. Was soll das? Ihr sollt die BD gucken. Und könnt da mitspielen, meinem Tobi. Ah, du fängst... Wie? Nein, kein neues Spiel! Nein! Aha. Ja, was? Hier, so? Ja. Oh, ja, und dann wieder zurück? Ja. Ja. Und nochmal? Ja. Ja. Oh. Ja. Nochmal zurück? Ja. Cool. Und mehr. Gib ihm. Ja. Gib ihm. Ja. Gib ihm. Ja, noch mehr. Ja. Noch mehr. Alles, was noch mehr. Ja. Ja, noch mehr. Der Sack-Simulator ist toll. Den habe ich bei Anne... Duck. Du hast dich verschrieben, Fauli. Es sollte Duck heißen. Nein, sollte es nicht. Die ist halt einfach da, wenn sie da ist, und wenn nicht, dann ist sie wahrscheinlich irgendwo anders. Also. Ergibt Sinn, ja. Wie viel Waren du schon verloren hast bei deinem Kunstwerk? Nee, ich verliere doch hier keine Ware. Oh. Doch. Unsichtlich schon. Perfekt getimt. Warte mal, ist hier noch mehr drin? Nee. Hoffentlich nicht. Oh, noch mehr Mehl. Wir haben noch mehr Mehl. Wir haben ein Mehlproblem. Bitte richtig aufnehmen. Voll der geile Remix. So, heute bin ich ziemlich gut drauf. Zieh mich schick an, schalt das Licht aus. Ein linker Mausklick, mach nen Tab auf. Wer geht schon auf Kick, wenn er geilen... Braucht ihr wieder mal bei Streamern reinsehen, aber was heute reinziehen? Sieh mein Gesicht, da muss ich direkt reingehen. Gong hat gesagt, ich soll richtig aufnehmen. Rück auf zurück und genieß den Ausblick. Gong schaut mein Clip und ich find's auch schick. Ich sing ne Hook, bei der jeder austickt. Peter Fox, guck was, wenn das rauskriegt. Egal, Parodie muss drin sein. Bin kein Genie, der Clip bringt Views rein. Streamclips Germany reich ich gern ein. Die Community findet den Clip auch fein. Streame sonst Games bis Maxi 5 Euro. Mit einem Marker, weil ich das Lied so zahl wie nicht Geld und suche Niveau. Bin gelb und mein Name Dito. Ja, hat er gut gemacht. Fein.
So Leute, das war die Reaction für heute. Link zum Originalvideo findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Lasst gerne mal ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye bye.